Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Stranded Deep. Und ja, ich habe einfach vorhin übersprungen, weil Windows meint, das müsste mein Sound umstellen. Ich war ultra leise und ja, screw you, Windows. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Eigentlich kommt mein Spiel ein bisschen leise vor. So fängt das gut an. Erstmal wieder die Dinge umstellen. Ich werde gleich dazu kommen, was ich verändert habe und was nicht. Dusch werde ich euch gleich erklären. Und zwar habe ich verändert. Das da habe ich gebaut. Und ein Bett habe ich gebaut. Und das war es auch eigentlich schon. Ich glaube, wir sind immer noch krank, ja, aber wir sind theoretisch geheilt. Nur durch die Krankheit fehlt halt was. Und wie wir uns davon heilen, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden jetzt erstmal eine geile Kokosnuss hier trinken. Achso, die ist schon getrunken, okay. Dann nehmen wir sie halt und klatschen sie auf den Boden. Das ist das erste Mal, dass ich nach der Gamescom spiele. So. Trinken fehlt noch. Ich muss die Krabbe erstmal weg. Kommt gleich die nächste da. Lol. Fuck. Das wollte ich machen. Cool, ich muss kotzen. Nice. Das ist schön. Kotzen ist schön. Erstmal das Feuer hochlaufen. Sehr gut. Ist die vielleicht noch trinkmäßig dabei? Ja, sehr schön. Ist sogar immer ein paar dabei. Ne, aber nicht. Wo war ich denn stehen geblieben? Das ist schon so lange her. Genau, ich wollte Wände und ein Dach bauen. Da war ja was. Mit dem Hammer baut man das, glaube ich, ne? Roof. Ja. Na komm. Zack. Hat er das? Ach so. Ach cool. Ich habe das ja gar nicht gespeichert gehabt. Ha, richtig, da war ja was. Deswegen, das Bett fehlt nämlich noch. Dann müssen wir erstmal noch ein bisschen Holz fällen gehen. So. Aber das wird auf dieser Insel, glaube ich, langsam knapp. Da hinten ist noch eine große... Ein großes Bäumchen. Oh. Kokosnüsse, Kokosnüsse. Erstmal... Hä? 60 FPS, aber sieht so aus, hätte ich Framedrops. Das ist ja interessant. Naja, die Engine ist halt noch nicht ganz ausgereift. Aber das sieht schon relativ hübsch aus, das Game. Und wir fällen Bäume, und wir fällen Bäume, und du fällst nicht ins Wasser. Nein, 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 nein. Komm mit, bei Fuß, Baum. Bei Fuß. Komm, putt, putt, putt. Braver Baum. Gehen wir einfach mal hier oben an. Und hacken den kleine Teile. Ja, nee, Gamescom war wirklich nice, hat mir echt Spaß gemacht. Und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, dann ist auch Fabian dabei. An der Stelle nochmal Grüße. Und wir sehen uns dann auch nochmal im September, ne? Da geht es nochmal runter in Richtung Gölle. Aber dazu wird es dann kein Video geben, weil das, oder glaube ich zumindest nicht, wenn dann nur ein paar Fotos. Vielleicht wenn wir irgendwo hinfahren. Mal gucken. Ich weiß nicht, was wir machen. Wahrscheinlich wird es eher so ein gestelltes Wochenende, wo wir nichts Großartiges tun werden. Muss man auch mal machen, ne? Vor allem, weil ich mir jetzt schon 2,5 Jahre nicht mehr gesehen habe. Dann muss das mal wieder sein. Ja. Ja. Wir hatten gerade das Geile sein. Wir sollten uns eigentlich ein... so einen Kastenwagen mieten, so einen typischen halt, keine Ahnung, Mercedes Sprinter oder Ford Transit, irgendwie sowas. Bei Hagebau, alles angemeldet und dann, meine Mutter kommt aus der Schweiz, also nebenbei, und deswegen hat sie halt, ja, Reisepass und ihren Schweizer Pass und eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, also die immer gilt. Und dann sagen die ihr einfach bei der, da wo man das Auto bekommt, so kacken dreist, ja, tut mir leid, die nehmen wir nicht an, weil ihre Aufenthaltsgenehmigung ist älter als 2 Jahre. Und dann hat meine Mutter gesagt, also woher soll ich denn wissen, dass ich mich alle 2 Jahre eine neue geben lassen muss, nur wenn ich bei euch ein Auto haben möchte, weil die ist immer unbefristet. Also da braucht man sich keine neue besorgen. Außer man zieht halt um. Und dann, ja, nee, das und das und das und das und dann, ja, irgendwelche total wirren Gründe. Dann hat mein Vater gesagt, ja, dann kann ich ja meinen Ausweis hier lassen, weil wir wohnen im selben Haus. Nee, das dürfen wir nicht und... Ja, mein Vater hat seinen Führerschein gewaschen, der darf erstmal einen neuen bekommen. Naja. Also er hat so ein Übergangsding nur und die nehmen die auch nicht an. Das ist halt alles ein bisschen doof. Ja, Saftladen. Aber egal. Ist wie es ist, ne? Ich kann leider keine Steine abbauen. Ich kann leider keine Steine abbauen. Lashes brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Da haben wir genug von. So. Balmenwedel. Schmeißen wir dazu. Jede Menge Sticks. Noch mehr Sticks. Noch mehr Sticks. Und die brauchen wir nämlich, um ein paar Sachen zu transportieren. Auch für mich zum Beispiel. Wir haben so auf so einer...
Seite relativ günstig, irgendwie drei Bürosessel, die sind eigentlich für meine Schwester und für meinen Vater. Und drei Monitore ersteigert. Und dann, da ich einen 19-Zoll-Monitor als Halbmonitor habe, der irgendwie eine Auflösung von 1300 mal 700 oder ein bisschen höher nur unterstützt, habe ich halt, oder bekomme ich halt den 22-Zoll-Monitor, damit beides 1080p hat. Meine Schwester bekommt auch einen Zweitmonitor, einen 19-Zoller, weil die anderen beiden sind halt 19-Zoller. Also mein alter und halt der eine oder andere neue. Und den anderen 19-Zoller bekommt mein Dad. Beziehungsweise meine Mutter, das ist die bisherige, quasi beiden. Scheiße. Haben wir noch genug Steine für eine Axt? Das sieht gut aus. Flashes machen wir auch noch, ne? So. Lol. Explosion, da ist sie gelandet. Sieht das Essens aus? Essens aus! Das hat was lang gedauert. Aber aufschlagen, alle. So, gleich kaputt machen, damit wir wissen, welche schon die getrunken sind. Ach Gott, F. Trinken ist voll. Erstmal nochmal zwei Kokosnusshälften. Achso, sorry. Sehr schön. So, Axt haben wir auch gecraftet. Also die Sticks kann ich auch noch hier lassen. Ich habe so viele Sticks, ne? Ach halt, ich kann schon meine Dings bauen. Hier. Bett. Wie viele Lashings machen wir da? 4? Oder 2? Weiß ich gar nicht mehr. 4. Lol. What the fuck? Holy crap, was ist da denn passiert? Ist das gerade alles implodiert oder was? Ich darf meine Sticks wieder aufsammeln gehen. Da hinten sind auch Fische gelandet. What the fucking hell? Ich hab mir so richtig ätzend auf die Level gebissen, ne? So. Komm mit. Bei Fußbett. Ja, geh rein da. Braves Bett. Einmal umkippen. Ach komm schon. Geht doch, ich hätte das gerne. Nein, nicht umkippen. Nein, böses Bett. Böses Bett. Nicht umkippen. Es hängt fest. Es ist ein Widerpost. Aus das Leben des Brian. So. Sehr schön. Jetzt können wir die Nächte überschlafen. Nice. Essen. Essen. Na komm. Gut, wir werden noch leben. Die Palme, ne, die war doch vorhin so eine ganz kleine, irgendwo. Genau, die hier. Eigentlich sind hier so viele Palmenwedel da, ne? Wir kriegen trotzdem nur 4. Naja, reicht ja fürs Dach. Und danach können wir nämlich auf Erkundungsreise gehen. Wir haben ja einen Kompass. Sonst hätten wir den Bananenkompass genommen, hätten wir nur Eddie für gebraucht. Dann hätten wir eine Banane auf eine Mauer gelegt und auf der Seite, wo Eddie abgebissen hätte, da wäre Osten. Also Eddie kommt aus Sachsen, nur so nebenbei. Und ja, ich weiß, da kann er nichts für. Nein, Quatsch. Ach ja, Bundesland Rassismus. An dieser Stelle Grüße an Fabian nochmal. So, wo sind die jetzt hingeflogen? Da unter. Was sagt denn die Uhr eigentlich? Ich muss mich ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich muss in einer Viertelstunde schon wieder los. Weil wir dann von einem Bekannten den Wagen ausgeliehen bekommen, das Zeug abzuholen. Ich dachte mir, hey, da kannst du noch mal zwischendurch eine kleine Runde Stranded Deep aufnehmen. Also, falls ich mit meinen Eltern unterbrochen werden sollte, dann... Nur weil ich ein Tragesklave bin. Ja. Ruf. Klapp.
Ach, ne. Kann man auch irgendwie eine Wand mit einer Tür bauen? Bestimmt auch, ne? Aber ich mache da davon aus, dass ich dafür auch Palmwedel brauche. Achso, erstmal wieder hier Hammer. Ja. Ach guck an, das sieht doch mittlerweile schon mal wieder richtig gut aus, lebensmäßig. Ich meine, es ist Abend vielleicht nicht, aber... Immerhin so, ne? Drinkable Coconut. Zack. Wir müssen ja nicht immer überall hinsprinten. Wir können auch mal ein bisschen die Umwelt um uns genießen. Und lassen Sie es etwas einwirken auf sich. Ja, können Sie es fühlen? Können Sie Ihre innere Mitte spüren? Ja, Mann, ich liebe das, vor allem mit diesem Akzent das zu reden, das passt irgendwie meiner Meinung nach sehr gut. Ach ja, genau, das ist ja eine Dschungelaxt, mit der können wir ja nur Palmbäume abbauen. Normale Bäume kann man damit nicht abbauen. Und ja, normal, Palmen sind keine normalen Bäume, das habe ich gerade damit festgestellt. Das ist absolut richtig. Ich werde nämlich nochmal, glaube ich, ein kleines Lagerfeuer an die andere Seite der Insel packen, einfach aus dem Grund, dass man, falls wir irgendwo hinfahren, das Ding auch wiedererkennen. Kokosnuss bleibt hier. Und hier werde ich gar nicht erst mir die Mühe machen und die Dinger klein hacken, sondern ich werde einfach nur die Palmwedel abmachen und dann den Baumstamm zu mir ziehen, damit ich den später zacken kann, falls ich die brauchen sollte. Nein, nicht Trunk, Log. Genau. Weil das ist ja natürlich ein Baumstamm, wie kann man ja sehen. Später ein bisschen. 2 nach 12 und um 15 nach 12 muss ich los. Am Samstag, by the way. Ne, gar nicht, am Freitag, heute ist Freitag, heute ist gar nicht Samstag. Boah, Urlaub ist echt schlimm. Aber leider nächste Woche schon wieder vorbei. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Mit dir habe ich noch nicht hier zu rupfen. Weiß nicht, wo der ist. Kann auch bleiben, weil der Pfeffer wächst. Gibt's nicht da oder so? Oder brauche ich da Lashes für? Habe ich noch so wenig Lashes? Achso, die sind alle für das Ding aufgegangen. Gut, dann testen wir das jetzt erstmal aus. Und wir schlafen. Und? Und, ist es morgen? Nice. Richtig nice. So, erstmal einen Morgensnack gönnen. Und dann holen wir uns ein paar Lashes. So, da haben wir schon mal zwei. Nehmen wir die hier auch noch mit. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Lol. Die habe ich jetzt hier nicht wirklich liegen lassen. Ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, sich Trinken zu holen. Als so. Vergesse ich den nicht nochmal. Kommen da noch ein paar Lashes drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele man braucht, aber einfach mal ausprobieren, ne? Da. Da. Zwei Lashes braucht man. Sehr cool. Es funktioniert. Wir haben ein Haus. Nice. So. Du kommst auch mit, Mr. Baumstamm. Brauche ich noch 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ach, und das Feuerzeug brauche ich auch noch. Feuerzeug, Feuerzeug. Da. Hier gehen Zündeln. Ja, aber an die Spitze der Insel wollte ich gerne noch ein Feuer bauen. Ich möchte dafür keine Steine verschwenden momentan. Eine grüne Kokosnuss. So, wir spielen jetzt Fackeln wir die Insel ab. Lol.
Sehr schön. Dann können wir von beiden Seiten nämlich die Insel erkennen, wenn wir darauf zurudern. Und ich würde sagen, hier packen wir nochmal ein Stückchen Holz nach. Oh ja. So sieht's aus, mit Essen trinken. Oh shit. Dann iss und wir nehmen mal ein Stück aus der Buddel, ne? Die ist leer. Nice. Ich gehe mal nicht davon aus, wenn wir die Salz erfüllen können. Nein. Ich hab's mir auch nicht gedacht. Dann müssen wir Kokosnüsse trinken. Dann werden wir noch was machen und danach werde ich die Folge, glaube ich, auch beenden, so langsam, weil ich muss in 5 Minuten los. Aber erstmal, wir machen das einfach einzeln. Okay. Achso, ja, ich habe die nicht gecrackt, ne? Ja. Dahin. Dahin. Oh, neblig. Na komm. Essen. Essen. Sodale. Und dann würde ich auch schon sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch wie immer einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal mit unserer kleinen, feinen Strandsiedlung. Warte, ich muss mal das sehen. Ah. Tschüss.